Jojo Kinders, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mountain Range. Diesmal gehen wir jetzt hier in der Lobby auf dem Server. Wer ist drauf? Proxer und Froggy. Ich habe hier was bisschen vorbereitet. Ich tue mal hier eben die Druckplatte hin. Dann seht ihr auch, was ich meine. Weil wenn man auf die Druckplatte tritt, man fällt mal runter, fällt hier ein Feuer rein und hier sind Trichter und dann ist hier ein Schild. Und hier, wir lassen dich in Ruhe. Ja, die wollten mich, glaube ich, eben schlagen, aber ich habe nämlich was anderes vor. Und zwar will ich hier die ein bisschen trollen. Und dann sehen wir mal, was hier so los ist. Daheim. ich guck da mal, was hier so los ist. Und ich hoffe mal, dass sie in meine Falle reintappen. Also hoffe ich zumindest. Denn das wäre richtig, richtig nice. Und ja. Ich hole mal Schärfe 5 Schwert raus, schau mal. Ja, so. Jo, die nimmt den Turm ein. Also wenn jetzt der liebe Finn hier hinkommen wird und er jetzt wirklich so dumm ist und durch meine Tür hereinspaziert, als wäre da nichts und die Druckplatte denkt, Mathe, hab schon 8-mal getötet. Oh, ich freue mich schon. Hoffentlich kommt er hier hin. Ey, wenn der jetzt wirklich hinkommen wird, ich würde das so feiern. Drehen die Lautstärke ein bisschen hoch. Okay, mache ich mal hin. Ich warte hier schon mal auf den. Ich tue mal hier schon mal so ein paar Sachen weg. So, so. Und dann machen wir hier mal ein bisschen Fight. Zack, das ist nicht so wichtig. Das ist eher wichtig. So. Dann hoffe ich mal, dass er kommt. Schäm dich. Was ist mit dir? Oh, egal. Ja. Wir sind dann hier mal hier und warten, ne? Gucken hier mal nach den Kühen ein bisschen. So richtig provozieren. Hoffentlich kommt er dann auch. Jetzt ein bisschen Ruhe hier. Mal gucken, was hier so los ist. Nein, nichts da. Geh da wieder zurück. Ja. Nice, okay. Ich brate hier mal ein bisschen Hühnerfleisch. Siehst du es?
Die wollen mich jetzt echt auf den Arm nehmen, oder? Ey, wenn die jetzt echt hier gekommen und der wirklich in meine Falle tappt, oh, das würde ich so feiern. Ich muss jetzt halt immer aufpassen, dass ich hier nicht durch die Tür gehe. Kleines Stück Scheiße. Ja, ja, ja. Das war dir kein Eimer. Oh Mann. Es kommt doch her, wenn ihr Mumm habt. Die haben, glaube ich, echt Angst vor mir. Ich weiß es nicht, aber bisher wollen die anscheinend noch nicht kommen. Oh Mann. Jetzt macht der mehr Schaden, 9,5. Ja, okay, das Eisenschwert ist ja auch egal, weil ich habe mittlerweile habe ich auch ein Dia-Schwert auf Level 30 verzaubert, hatte ich Haltbarkeit 3, Verbrennung 2 und Schärfe 4. Und habe ich noch mein Schärfe 5 Dia-Schwert draufgepackt. Jetzt habe ich Schärfe 5, Haltbarkeit 3 und Verbrennung 2. Kann man auch besser machen, aber das ist jetzt bisher mein bestes Schwert. Und im Bogen habe ich jetzt bisher 1 mit Unendlichkeit, Stärke 3, Schlag 1, Haltbarkeit 3, Flamme 1, Stärke 5, Haltbarkeit 3. Die will ich noch zu einem OP-Bogen sozusagen zusammencraften. Das wäre nämlich richtig nice. Habe ich hier so eine Diamantspitzhacke mit Haltbarkeit 3, Glück 3, Effizienz 4. Und meine andere, die ich vorher hatte, die liegt hier, Effizienz 5, Glück 3. Und ja, sozusagen zwei Glücksspitzhacken. Die eine liegt in meiner Protected-Kiste, da kann der Proxer sie auch manchmal rausnehmen. Habe ich dem auch gesagt, dass er es mal benutzen darf, wenn er will. Und ja, die OP, also die hat auch wenigstens Haltbarkeit, die will ich am besten behalten. Und ja. So, so viel zu dem. Irgendwie leckt's grad. Ja, genau. So, anscheinend wollen die hier nicht rein. Noch kann ich es versuchen. Ich hoffe, der kommt noch vorbei. Das wäre nämlich richtig nice. So schön erstmal hingebaut. Oh Mann, ey, ich bin jetzt erstmal ruhig, weil ich wollte eigentlich unbedingt meine Falle reinlocken, aber irgendwie wollen die nicht kommen.
Komisch, komisch. Ich glaube, der Philipp. Okay, anscheinend will er, dass ich sein Zeug verbrenne. Sein Angel und was hat er denn noch so alles? Juckt mich auch ehrlich gesagt nicht. Erstmal abbauen hier, weil. So, Wasseraffinität, scheiß drauf. Ich scheiß eigentlich schon auf die Rüstung. Hauptsache ich habe irgendwas an. Ich habe ja hier meine Dia-Rüstung, die werde ich halt später tragen. Alles will ich halt noch umziehen und alles und dann. Ja, dann. Ab da wird's halt so. Einfach hier reinbauen. Ich wollte auch unbedingt, dass die in meine Falle reingehen. Vielleicht versuche ich es später nochmal. Das hat jetzt sozusagen eine kleine Trollfolge. Alter, du wolltest den hier. Also wäre noch schon cool, wenn er hier hinkommen würde, aber. Bisschen Trollen ist nicht schlimm, habe ich gehört. Naja, egal. Ich glaube. Ich lasse das jetzt erstmal, ich glaube, ich baue das lieber ab und versteck das hier am besten beim Einschwert. Was will ich denn damit? Ah, jetzt fällt da auch noch echt da rein. Walle! Oh man! Das ist ja mal richtig nice! Und da tappt er auch noch in meine Falle rein! Junge, Junge! Wenn du bist echt ein Mongo, weißt du das? Gut, also der erste, der schon mal in meine Falle getappt ist. Beziehungsweise ich bin auch schon mal da reingefallen, glaube ich, aber das ist schon mies, die Falle. Und ja, ich bringe jetzt noch, finde die Sachen vorbei. Am besten noch hier Hühnerfleisch, ja. Und ja, dann war es auch schon zu dieser Folge. Ich wollte ja eigentlich nur ein bisschen, so eine kleine Mini-Folge, also weiß nicht, wie lange es jetzt schon ist, aber sollte halt nur eine kleine Troll-Folge sein und ja. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt einen Daumen nach oben und so weiter und so fort. Ja, ich bedanke mich bei euch. Ciao, ciao. What do I do now when them blows keep coming my way? Wait, you know I got a white flag.